Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Chris und ich heiße euch herzlich willkommen bei den Crosstopia News. Letzte Woche konnte ich leider nicht für euch da sein, da ich erkrankt war. Dafür legen wir aber jetzt wieder los. Denn am Freitag hat Netflix die zweite Staffel von Stranger Things veröffentlicht und bis dato sind die ganzen Reaktionen im Netz durchweg positiv. Kann man auch nicht verübeln, denn die Serie ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe sie bereits schon komplett gesehen und kann wirklich nur alle Daumen nach oben geben. Eine Top-Serie. Solltet auf jeden Fall mal bei euch auf dem Fernseher oder auf dem Handy laufen. Viel Spaß beim Schauen und wir legen jetzt auch gleich los mit den weiteren News. Ja, es gibt auch News von dem von DC geplanten Film Shazam, denn da wurde Zachary Levi, bekannt aus Chuck, gecastet. In Shazam geht es darum, dass der kleine Junge Billy Batson durch das Zauberwort Shazam sich zu einem Superhelden verwandeln kann. Diese Superhelden, beziehungsweise dieser Superheld, ja, vereint einige Götter der Historie, unter anderem Salomon, Herkules, Atlas, Zeus, Achilles und Merkur. Als Regisseur wird David F. Sandberg fungieren und wir können uns jetzt schon mal drauf freuen, denn wahrscheinlich wird das mal wieder ein richtig schöner DC-Film. Wir warten allerdings noch den ersten Trailer ab. Und den werdet ihr natürlich auch hier bei uns in den Newsflash zu sehen bekommen. Seth Rogen, Seth Rogen, Seth Rogen, was bist du nur für eine Labertasche? Denn auf Twitter hat er verkündet, dass eine dritte Staffel zu Preacher kommen wird. Alle, die jetzt bis jetzt noch nicht wirklich wissen, was Preacher ist, sollten jetzt schnell Amazon Prime aufmachen, beziehungsweise Amazon Video und schnell die ersten beiden Staffeln anschauen. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon, denn Preacher ist eine sehr, sehr schöne Serie, wo wir kaum erwarten können, eine dritte Staffel zu Gesicht zu bekommen. Falls diese irgendwann verfügbar sein sollte, beziehungsweise falls es ein Release-Date geben wird, werdet ihr natürlich hier bei uns auf dem Laufenden gehalten. Ja, und es gibt auch News bezüglich eines Captain Marvel-Films. Lange Zeit wussten wir so gut wie gar nichts, doch nun wurde bekannt, dass schon seit längerer Zeit, beziehungsweise seit Beginn der Arbeiten an diesem Film, bei den Regisseuren folgender Name im Kopf rumgeisterte: Ben Mendelsohn. Ben Mendelsohn hat bereits auch schon den Bösewicht in Rogue One gespielt und auch hier bei Captain Marvel soll er den Bösewicht verkörpern. Wow, also Ben Mendelsohn hat es auf jeden Fall drauf, wie wir in Rogue One ja bereits schon sehen konnten. War er wirklich ein richtiger Badass-Bösewicht. Auch da können wir nur hoffen, dass wir weitere News demnächst bald mitbekommen und euch auch präsentieren dürfen. Bleibt dran! Ja, und wieder ein bisschen Marvel-News. Nachdem Logan ein wirklich bahnbrechender Erfolg war und nun Fox auf eine Oscar-Nominierung und natürlich eine Verleihung wartet und hofft, gibt es auch News, wie es nun weitergehen wird, da wir Patrick Stewart und Hugh Jackman wohl nicht mehr in X-Men-Filmen sehen werden, ist es nun folgendermaßen, dass X23, also das kleine Mädchen, verkörpert von Daphne Keane, nun wahrscheinlich einen eigenen Film erhält. Denn wie zum Bleistift Mangold gegenüber den Hollywood Reporter berichtet, wird gerade mit Hochdruck an einem Drehbuch gearbeitet. Also, wir können uns freuen, Wolverine ist nicht ganz weg, auch vielleicht, wenn es jetzt ein neuer Wolverine werden wird. Wir können auf jeden Fall sehr gespannt sein. Sollten in diesem Fall auch noch weitere News kommen, werden wir euch hier in unserem Newsflash auf dem Laufenden halten. Ja, und auch noch ein bisschen was in Eigenwerbung, denn der gute Engin hat ein paar Comics vorgestellt. Ach, der liebe Engin. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Am Ende dieses Videos gibt es einen Link direkt zu seinem Video. Da solltet ihr direkt als nächstes raufklicken und es euch mal angucken. Hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, der Gute. Und ja, klickt einfach rauf und überzeugt euch selber. Der gute Engin hat wirklich ordentlich Fachwissen am Start und er wird euch so einige Comics vorstellen, die ihr euch auf jeden Fall zulegen solltet. Ja, und der erste Trailer von Paul Thomas Andersons neuestem und Daniel Day-Lewis letzten Film Phantom Thread ist online. Solltet ihr auf jeden Fall mal anschauen. Den Link zu dem kompletten Trailer findet ihr natürlich unten in der Description Box. Ja, klickt also nach diesem Video, nachdem ihr natürlich Engins Video gesehen habt, auf den Trailer. Viel Spaß!
Ja, James Bond, James Bond, James Bond. Zuerst wollte Daniel Craig nicht, jetzt macht er ihn doch. Aber der gute Christoph Waltz wird definitiv nicht mehr mit dabei sein. Das hat er jetzt bestätigt, er wird auf jeden Fall nicht in der Rolle als Ernst Stravo Blofeld zurückkommen. Tja, da wird wahrscheinlich wohl neu gecastet werden müssen. Da kann man auch nur sehr gespannt sein, ob man diesen Cast auch wirklich würdevoll ersetzen kann, denn Christoph Waltz ist einer wirklich der besseren Schauspieler und ja, man kann nur gespannt sein. Also im James Bond 25. Teil mit Daniel Craig wird Christoph Waltz definitiv nicht zur Verfügung stehen. Justice League ist noch nicht einmal im Kino und schon hat man bestätigt, dass Justice League 2 bereits in Produktion ist. Ja, ob das nicht vielleicht ein Fehler ist, wird man abwarten müssen. Justice League wird ja demnächst auch im Kino auftauchen und da können wir uns dann drauf freuen. Vielleicht ist das ja ein Film, der doch einiges wieder richtig macht, was DC in der letzten Zeit falsch gemacht hat. Können wir nur hoffen. Jedenfalls ist es sehr, sehr, sehr gewagt, bereits jetzt an einem zweiten Teil zu arbeiten. Aber wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Nachdem der Film The Dark Tower basierend auf Stephen Kings Roman leider Gottes nicht so gut ankam, hat man sich nun entschlossen, eine Serie daraus zu machen. Diese Serie soll ein kompletter Reboot sein und man kann nur hoffen, dass die Serie deutlich besser wird als der Film. Auch in diesem Punkt werden wir euch auf dem Laufenden halten. Im Moment lieben alle Funko Pop Figuren und alleine aus diesem Grund hat man sich jetzt überlegt, dass jeder einzelne Cameo-Auftritt von Stan Lee seine eigene Funko-Pop-Figur bekommt. Wow! Also jeder einzelne Cameo-Auftritt von Stan Lee in den Marvel-Filmen wird eine eigene Funko-Pop-Figur bekommen. Wir können ja nur hoffen, dass die bald auf den Markt geworfen werden. Falls das passiert, werden wir euch natürlich auch hier direkt auf dem Laufenden halten. Ja, und auch die 80er kommen wieder zurück, denn nun wurde auch verkündet, dass Magnum P.I. aktuell bei CBS produziert werden soll. Nun, irgendwie kommt alles wieder zurück, was alt und gut war, oder? Knight Rider wurde ja bereits schon mal neu aufgelegt und nun kommt halt auch Magnum P.I. Auch den guten MacGyver hat's getroffen und wir können eigentlich nur noch abwarten, ob die Serie tatsächlich so gut wird. Und sobald ein erster Trailer verfügbar ist, werdet ihr ihn noch hier sehen. Ja, und auch Akte X kommt zurück mit einer 11. Staffel. Es wurde ein Trailer gezeigt und der Trailer hat es wirklich in sich. Nach der 10. Staffel hatte ich eigentlich selber wenig die Hoffnung, dass noch eine weitere Staffel folgen wird. Doch Fox hat nun bekannt gegeben, es wird tatsächlich passieren, und zwar schon 2018. Wir können uns also auch wirklich drauf freuen, denn es geht darum, dass Mulder und Scully ihrem Sohn hinterher hechten und schauen, wer den guten Jungen hat. Ja, und wir sind auch schon am Ende angekommen. Das war's von den Crosstopia News. Ich bedanke mich fürs Zusehen und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es einmal liken und ein Sub hinterlassen. Alle Links und weitere Trailer-Links findet ihr in der Description-Box unten. Und ja, bis zur nächsten Woche. Das war's von mir, eurem Chris.